Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Ark. Ark sage ich schon. Ja, in der Unterstadt von Ark zu Enderal. Ja, hängt schon gut an. Wollt mal hier die. Ach, silberne Wolke. Nicht süße Wolke. Silberne Wolke mal ansehen. Was ist das hier? Ist ein Puff. Und wie war er? Seht bitte nicht drüber. Oh, so schlimm? Schlimm ist gar kein Ausdruck. Warum kommen hier eigentlich immer nur stinkende, abgeranzte Kerle her? Ach, dieser Dalsar. Ich würde hier auch nicht arbeiten wollen. Das war mal ein richtiger Mann. Keiner von diesen abgenutzten Waschlappen. Gepflegt, intelligent, gut aussehend. Man kann eben nicht alles haben. Naja, immerhin musst du dich nicht mit diesem Dichter abgeben. Ein Dichter? Das klingt doch eigentlich ganz nett. Es ist Prinz Mil... Oh, der Dichter. Ich ertrag das einfach nicht mehr. Ich weiß, wir brauchen die Groschen, aber wenn ich noch einen seiner Reime höre, laufe ich ernsthaft Gefahr, aus dem Fenster zu springen. Verstehe. Das ist übel. Und wenn du dir einfach was in die Ohren stopfst? Aber das wird er doch merken. Ach was. Einfach immer lächeln und ab und zu mal applaudieren. Glaub mir, das kriegt er gar nicht mit. Wenn du meinst... Soll ich den Ach, erledigen? Komm hoch. Das wird schon. Ich habe kein Problem damit, ihn zu erledigen. So. Hi. Kann ihn nicht anquatschen, okay. So. Hey, wie geht's denn so? Nee, danke. Kein Bedarf. Hinterzimmer. Hier möchte wohl jemand nicht gestört werden. Ah, okay. Wir lassen die wirklich mal in Ruhe. Leandra? Kann die nicht anquatschen? Ascha. Hm? Die quatscht gar nicht. Ja. Ist aber auch eine von hier. Heimatloser. Auch eine Prostituierte. Ein Trommler. Er ist auch wahrscheinlich ein Prostituierter. Rin. Fremdländer. Haru. Wildmagier im Sonnentempel. Dieser Arantial ist so ungewöhnlich wie sein Ruf. Das ich glaube, hier will ich wieder gehen. Unter Stadtbarackenplatz. Ich gehe aber mal hierhin weiter. Ja, altes Lager. So, Unterstadt Arenaplatz. Mesdames. Mal ein Schimmelholz. Mesdames. Wildmagier im Sonnentempel. Dieser Arantial ist so ungewöhnlich wie sein Ruf. Das muss man ihm lassen. Schade. Weg! Weg mit euch! Ihr verjagt ihn doch! Wen? Wen verjagen? Wächter, er ruft! Er ruft! Könnt ihr es denn nicht hören? Welcher schwarze Wächter? Ralaim? Geht weiter. Tealo Arantial ist zurückgekehrt. Hoffen wir, dass er wie die Trochessa weiß, wo seine Machtgebiete sind und wo nicht. Wohnbaracke. Wo? Was? Also ich glaube, die... Tealo Arantial ist zurückgekehrt. Hoffen wir, dass er wie die Trochessa... Schlagloch, Unterstadt Schlagloch. Grubenkämpfer. Ein
So, ich nutze nochmal eine Fackel. Du schaffst das schon. Ungeziefer. Da liegt noch ein Toter. Ich bin auf den Eterna gesetzt. Da geht's auch noch weiter. Rascha? Hm, was gibt's? Glaubt mir, die Waschlappen dort drüben. Einen Weg haben finden, an den Kampf teilzunehmen. Ihr solltet besser auf mich setzen. Noch eine Prostituierte. Blumenkämpfer. Was für ein Berserker. Einen Obolus. Der Herr wird es euch vergüten. Kann ich da auch teilnehmen? Also ich kann da anscheinend teilnehmen, aber will ich das auch überhaupt? Na, da ist aber einer mutig. Mit all dem Krempel hier herum. Mit ihr kann ich reden. Mit ihr könnte ich reden, um hier teilzunehmen. Ich weiß nicht, ob ihr das hier will. Die Unterstadt ist mir sehr unangenehm. Ich sehe zu, dass ich hier wieder wegkomme. Ich würde lieber die Quest weitermachen. Unterstadt Barackenplatz. Und mal gucken, dass wir vielleicht die Ratten. Die sind alle leer. Von denen gibt's nichts. Was ist das? Wohnbaracke? Falla wegelos. Kann hier höchstens nur was spenden. Dann gehe ich lieber mal. Alter. Madame. Und dann hier auch noch Kinder. Einen Groschen, Madame. Bitte nur einen. Also hier würde ich echt nicht leben wollen. Hauptkaverne. Ich suche mal wieder einen Weg hier raus. Was wollt ihr? Mich begaffen? Verschwindet. Verschwindet einfach. Ich. Hallo? Die Kinder sind wenigstens noch nett, aber auch bewaffnet. Das hier nochmal? Auch eine Wohnbaracke. Kümmert euch um euren eigenen Kram. Ich gehe doch schon wieder, ja? Alter, wie viele Ratten jetzt hier sind. Einer muss doch Rattenfleisch sein. Alle leer. Boah, das war richtig düster da unten. Seid ihr in Leichtrüstung oder Roben gekleidet? Sollt ihr eure Geschwindigkeit nutzen? Ja, nutzen. Wie sieht's mit ihr aus? Hat sie vielleicht Rattenfleisch? Grüße. Ich bin mir sicher, ihr werdet etwas finden. Ich hoffe. Nein, hat sie nicht. Möge sein Licht euch leiten. Ich will doch nur Rattenfleisch. Ah, willkommen, willkommen. Wie kann ich euch behilflich sein? Ja, zeigt mir, was ihr macht. Dies und das. Schaut einfach selbst. Schreitet wohl.
Ich glaube, an Rattenfleisch komme ich so einfach nicht ran. So, dann, ich glaube, das werden wir Rattenfleisch für das Elixier auftreiben, wird schwierig. Geheimnisse aus der Büchse, findet Max schon Gutes. Besucht den Ark. Besucht den Fluss ein. Im Konto nach Arbeit fahren. Komm, das können wir nochmal machen. Vielleicht haben die Anbieter was. Ich habe Bücher, Schriftrollen, Tränke, alles für den Freund der wegestreuen Magie. So viel zu tun. So, da hinten. Malfas zum Gruß. Malfas zum Gruß. Ich hoffe, da passiert jetzt mal was. Denn ich hätte gerne endlich wieder Arbeit. Ja? Voller Beutel. Hallo, ich habe eine Hand geliehen, wo ich konnte. Reichen meine Empfehlungen? Lasst mich überlegen. Nein, weil ihr noch niemandem geholfen habt. Seid ihr schwachsinnig oder soll das witzig sein? Vergeudet nicht meine Zeit. Gibt's hier sonst jemanden? Krieg auf Nerim, Krieg auf Kileh, roter Wahnsinn. Was? Was für eine Scheiße ist das eigentlich? Doria? Kann ich euch irgendwie zur Hand gehen? Mendelus will einen Beweis, dass ich wirklich bei der Sichel anfange. Ah, ihr seid eine Tagelöhnerin, was? Ihr Arme. Ich weiß, wie schwer es ist, den alten Mendelus zu überzeugen. Aber ich schätze, heute ist euer Glückstag. Ah. Ich könnte wirklich eine helfende Hand gebrauchen. Meine Kette. Ich habe sie irgendwo im Kontor verloren. Irgendwann zwischen gestern Mittag und heute früh. Ich würde selbst danach suchen gehen, aber ich bin froh, wenn ich zwischen all der Arbeit zum Atmen komme. Was meint ihr? Helft mir, die Kette zu finden und ich werde dem alten voller Beutel ein Lied davon singen, was für ein toller Zuwachs ihr doch für die Sichel wärt. Ich soll für euch im Dreck rumwühlen? Vergesst es. Hier im Konto ist etwas vage. Habt ihr irgendeine Forschung, wo genau? Wenn ich die hätte, würde ich euch doch nicht um Hilfe bitten, oder? Ja, okay. In Ordnung. Abgemacht. Viel Erfolg. So, suchen wir mal. Gunnar. Mendelus voller Beutel meint, ich soll mich umhören, wo ich anpacken kann. Wenn ich Mitglied der Sichel werden will, braucht ihr Hilfe? Ja. Bringt dieses Päckchen hier zu Bauer Elias Gutmut. Dann spare ich mir den Kurier. Gut, wo finde ich diesen Gutmut? Er arbeitet auf dem Kornhof an der Bauernküste. Helle Haut und orangefarbenes Haar. Nicht zu verfehlen. Viel Erfolg. Okay, zwei Quests. Kette können wir jetzt eben schnell hier machen und suchen. Arkruft benötige einen Schlüssel. 20 Pfund Mehl. Hier ist es nicht. Okay, Fackel wieder weg. Da fehlt doch was. Mangel Disziplin, Mentalismus. Werde stehlen. Ich geh mal gucken. So, vielleicht ist es hier oben irgendwo. Die Kette. Irgendwo wahrscheinlich, wo es sehr schwer ist zu finden, ne? Naja. Glaube, ich könnte bald wirklich ein paar Fackeln gebrauchen. Also ein paar Fackeln mehr. Hat sie gesagt im Konto oder am Konto? Ja. Ich guck, ich sehe mich nur um. Stahlschuhe, okay. Aber ich sehe hier jetzt gerade echt nichts, was ich gebrauchen könnte. Honig stehlen. So viel Honig. Also, ich sehe jetzt nicht,
Ich meine jetzt nicht das, was ich gebraucht hätte, sondern das, was für die Quest nötig ist. Okay, wo könnte sie das haben? Hingetan haben. Wahrscheinlich in einem der Räume. Warte mal. Das sieht aus, als würde es Sinn ergeben hier. Goldenes Trinkhorn. Hier ist jetzt keine Kette. Warte mal. Was genau sucht sie? Dorias Kette im Konto finden. Zerfleddertes Buch. Liegt das jetzt einfach nur so irgendwo rum oder muss ich wirklich in den Kisten schauen? Goldene Horn ist es nicht, gehe ich mal von aus. Hier sind auch nicht. Wo könnte es sein? Hm? Oh. Hier gibt es ja auch noch einen Raum. Ich sehe mich nur um. Flöte. Jetzt habe ich keine Fackeln mehr. Ich frage mal den Herrn, ob der da noch Fackeln zu verkaufen hat. Scheiße. Hallo. Ja, hast du mal fast dies und das? Schaut am besten einfach selbst. So, Laterne will ich nicht. Eine Fackel wäre gut. Der hat keine Fackeln. Schreitet wohl, Madame. Wie soll ich hier was dann erkennen? Okay, ich komme auf diesen Art nicht wieder da hoch. Ich glaube, das mit der Kette wird fürs Erste nix. So ist das eben. Ich glaube, das mit der Kette werde ich erstmal nicht schaffen. Es sei denn, ich kann noch da hinten rein. Dann liefere ich einfach nur das erste einmal ab. Aua. So. Schreitet wohl. Jo, ihr auch. Also nur das eine erstmal abliefern.
Und dann nochmal nachfragen. So. Madame? Der Herr? So, ruf du bitte nochmal nach Brot. Holde Verehrer des knusprigen Geschmacks. Jauchzt vor Wonne, wenn sich eure Zähne in einem goldbraunen Leib arger Brot versenken. Okay, Herzland. Gerüchten zufolge gibt es in der Unterstadt eine Arena, in der Kämpfe auf Leben und Tod geführt werden. So, okay, wo muss ich hin? Da nach Norden. Das Päckchen aus Elias Gutmut auf dem Kornhof der Bauernküste. Ah, okay, bis zum Brückenkopfhof und dann nochmal weiter. Warte mal, nochmal kurz auf Karte gucken. Okay. Ich weiß wohin. Einen Obolus, der Herr wird es euch vergüten. So. Und hier entlang. Einfach einmal kurz abliefern. Und ich hoffe, das reicht, damit wir da aufgenommen werden. Ein bisschen Arbeit. Vielleicht kriegen wir auch so einen Anteilsschein. Und können unsere Zinsen erhöhen. Theodron Müllermann. Hat einen Namen, aber nichts zu sagen. Ach nee, das ist noch nicht das, wo ich abbiegen muss. Ich muss weiter nach oben. Stimmt, unter der Brücke durch und dann hier nach links. Und dann nur noch geradeaus. Madame? Ich finde die Schilde von denen interessant. Apropos, Schilde. Reitet wohl! So. Und die Pferderüstung finde ich interessant. Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich finde es echt geil, wie die Mod-Entwickler das hier eigentlich auch gemacht haben, aufgebaut haben und so. Ich habe auf jeden Fall vor, nach Enderal dann Nerim zu zocken. Ob es direkt danach im Anschluss ist, weiß ich nicht. Ich habe dann noch auf jeden Fall einige andere Spiele auch noch geplant gehabt, vor, die ich auch noch zocken will. Und ich will jetzt auch nicht viel zu viele Videos im täglichen Verlauf haben hier bei mir. Ich habe das ja schon reduziert gehabt, sodass erstmal Morrowind mit Starfield hier immer im täglichen Wechsel war. Jetzt, wo Starfield vorbei war, dann halt Enderal und Morrowind im täglichen Wechsel. Und sobald wir Gothic 3 durch haben, wird dann Gothic 3 Götterdämmerung, was nicht mehr von Piranha Bytes war, quasi ausgetauscht, sozusagen mit einem von denen hier, also ob Enderal oder Morrowind, dass eins davon dann wirklich im täglichen Lauf ist. Genau das gleiche auch dann mit Arcania, was ja auch nicht mehr von Piranha Bytes war, was irgendwie so eine Art fiktionale Geschichte zu der Gothic-Reihe ist. Also gar nicht in der Lore-Konform. Oh, der heißt Sepp. Und? Schon mit den Schädlingen weitergekommen? Ach, hör bloß auf. Irgend so ein Vollpfosten meinte letztens, das Rattenproblem ließe sich lösen, indem man Steine in die Löcher stopft.
So ein Schwachsinn. 3 Tage später waren neue Löcher da. Und die Alten haben die Viecher auch irgendwie wieder frei bekommen. Mal ganz davon abgesehen, dass immer noch haufenweise Ratten im Speicher waren. Oh. Na, immerhin hast du dem Spinner nichts bezahlt. Hast du doch nicht, oder? Ich? Nun ja. Er wirkte sehr überzeugend. Oh. Das glaube ich jetzt einfach nicht. Nein, so ist das nicht gewesen. Hör zu, ich habe wirklich schon alles ausprobiert. Gift, Fallen, selbst die teure Tinktur von diesem Kilenen aus Ark. Erinnere mich bloß nicht daran. Was denn? Das sollte ein seltenes quiranisches Wundermittel sein. Hat er selbst gesagt. Von Arkanisten des Ordens empfohlen. Na, der muss es ja wissen. Mhm. Ach, nichts. Wie auch immer. Wir müssen das schleunigst in den Griff kriegen. Ich rede nochmal mit der Sichel. Vielleicht können die jemanden entbehren. Na gut, wie du meinst. Dann viel Erfolg. Ich hab gehört, ihr habt ein Rattenproblem. Was ist? Okay, dann nicht. Wir müssen irgendwas gegen diese Schädlinge unternehmen. So, Elias Gutmut. Seid ihr Elias Gutmut? Ich hab hier ein Päckchen für euch. Von der Goldenen Sichel. Ah, die Güterscheine. Vielen Dank, Madame. Gunum berichten, dass ich das Päckchen ausgeliefert habe. Hallo. Hi. Bin hier Hyrias? Ihr kommt aus Ark, richtig? Merkt man, ihr stinkt geradezu nach Großstadt. Danke. Da ist der Weg. Boah, aber auch riesige Felder hier. Ich finde, das sieht krass aus. Ey, das Game sieht einfach schön aus, wirklich. Also, wenn ich will, dass das Skyrim so schön aussieht, so dicht bewachsen, weil da müsste ich dann richtig viele Mods reinpacken. So, aber wir gehen schon mal wieder zur Goldenen Sichel. Sagen Bescheid. Aber ich glaube, das mit der goldenen Kette werde ich nicht hinkriegen. Zumindest nicht jetzt. Ohne Fackeln kann ich da nichts sehen. Oder ich muss wirklich aus den Schränken was entnehmen. Oder Kisten. Vielleicht liegt es da wirklich irgendwo da drin, ne? Aber ich will jetzt nicht riskieren, irgendwie wieder mal eine Straftat gemacht zu haben hier. Und nochmal ins Gefängnis hier zu landen. Obwohl, wir können auch hier rum. Hier rum geht's auch. Ralata Scherer. An bestimmten Punkten im Spiel habt ihr die Möglichkeit, mit manchen Charakteren tiefer ins Gespräch zu kommen. Frag mich aber auch, wie es Jesper geht. Madame. Hm? So. Ich
hätte nicht gedacht, derzeit noch andere auf den Straßen zu treffen. Wir sind aber auch in der Was? Stadt. Und nicht irgendwo auf den Straßen. Halt beim Erforschen der Welt Ausschau nach Heilwurz. Deren Saft kann... Ja, Heilwurz ist super. Worte, oh wegestreue Bewohner dieser heiligen Stadt. Viele der Euren werden es gehört haben. In Kyra herrscht Krieg. Madame? So. Gomez Balan. So, Gunam. Elia Gutmut hat euer Paket erhalten. Habe ich jetzt eure Empfehlung? Schön. Ja, habt ihr. Jetzt entschuldigt mich. So ist das eben. Reicht das? Reicht das für den guten Herrn hier? Ja. Ich habe eine Hand geliehen, wo ich konnte. Reicht meine Frage? Lasst mich mal überlegen. Von Doria habe ich noch nichts gehört. Zumindest nichts Aussagekräftiges. Falls ihr es noch nicht getan habt, geht und fragt mal, ob sie eure Hilfe braucht. Was Gunam angeht, der meint, ihr wärt in Ordnung. Das klingt erstmal nach wenig, ist aber mehr, als er für gewöhnlich in einer Mondwende redet. Tja, und von Rogasch habe ich noch nichts gehört. Geht mal und fragt, ob ihr ihm irgendwie zur Hand gehen könnt. Ah, okay, Rogasch müssen wir... Ich schlage vor, ihr hört euch noch mal ein wenig um. Es gibt sicher noch den einen oder anderen Arbeiter, dem ihr zur Hand gehen könntet. Okay, wer ist Rogasch und... Jerel, Kantenschlag? Wer ist Rogasch? Wo ist Rogasch? Isolda? Bist... Rogasch! Scheiße! Hier bei der Sichel anfangen. Brauchst du Hilfe? Ah, ihr wollt den alten Vollerbeutel beeindrucken, richtig? Ja. Ja, da wäre was, was ihr für mich tun könntet. Vor dem Eingang zum Kontor sitzt schon seit längerem ein alter Bettler. Er stinkt wie ein Watteur. Und er geht sowohl uns als auch unseren Kunden auf den Säckel. Beseitigt ihn. Und ich werde mich bei voller Beutel für euch aussprechen. Ist das nicht die Aufgabe der Gardisten? Denen fehlt die Härte, die es bei solchem Gesindel braucht. Sie belassen es immer bei ein paar abmahnenden Worten, was aber nichts weiter zur Folge hat, als dass dieser Niedergeborene am nächsten Tag wieder auf der Schwelle sitzt. Beseitigen, wie meint ihr das? Verpasst ihm eine ordentliche Trachtprügel. Ihr seht aus, als könntet ihr das. Das wird ihm eine Lektion sein. Na gut, ich werde ihm eine Abreibung verpassen. Ein Bettler verprügeln, das könnt ihr vergessen. Okay, komm. Viel Spaß dabei. Aber es könnte schwer werden, weil dieser Bettler gar nicht existiert. Ich für meinen Teil werde nicht für euch stimmen. Tut mir leid. Wie meint? Wenn ihr so erpicht darauf seid, Leute zu verdreschen, dann geht zur Ralata. Wir haben keine Verwendung für euch. Nun lasst mich weitermachen. Es gibt viel zu tun. Gescheiter Rogasch Auftrag erledigen? Was? Okay. Habe ich jetzt nicht erwartet. Was sagst du? Mal. Lasst mich mal überlegen. Von Doria habe ich noch nichts gehört. Zumindest nichts Aussagekräftiges. Falls ihr es noch nicht getan habt, geht und fragt mal, ob sie eure Hilfe braucht. Was Gunam angeht, der meint, ihr wärt in Ordnung. Das klingt erstmal nach wenig, ist aber mehr, als er für gewöhnlich in einer Mondwende redet. Tja, und dann wäre da noch der alte Rogasch. Der sagte, ihr wärt in einem Schlagloch besser aufgehoben als hier. Keine Empfehlung also. Ich schlage vor, ihr hört euch noch mal ein wenig um. Es gibt sicher noch den einen oder anderen Arbeiter, dem ihr zur Hand gehen könntet.
Okay, also bei Rogasch haben wir es verkackt. Schreitet wohl, Madame. Was, ich will Mendelos voller Beutel von meiner Vertrauenswürdigkeit überzeugen, um der Sichel beizutreten. Kann ich euch irgendwie helfen? Entschuldigung, keine Zeit. Fragt wen anderes. Gunam hatten wir schon. Gomez? Krieg auf Nerim, Krieg auf Kile. Geht weiter. Wahnsinn. Was für eine Scheiße ist das eigentlich? Rogasch. Der will mit mir nichts mehr zu tun haben. Wo könnte jetzt eigentlich die Dings sein? Hammer, Silberteller. Ich habe nur reingeguckt. Es ist nichts geklaut. Gibt es sonst noch irgendwo irgendwas, wo ich nur kurz mal reinlunsen kann? Schrank. Winkeleisen. Schlägel, Schuhe. Wie sieht es damit aus? Hier ist nur eine Karotte. Okay, solange ich nur reingucke, ist das nicht stehlen. Fass? Besenschläge. Was macht ein Besen in einem Fass? Was ist hier? Oder in der Truhe? Will ich hier nochmal gehen und gucken? Kiste? Einzelteile, Hammer. Vielleicht doch das goldene Trinkhorn? Doria? Dorias Kette im Konto finden. Es ist eine Kette, kein, also nicht der Trinkhorn. Wo soll ich danach suchen, bitteschön? Da hinten vielleicht? Nur wie komme ich da rein? Nee, jetzt ernsthaft, wie soll ich bitte da reinkommen? Hier ist eine Säge. Einzelteile Eisenerz. In irgendeiner wird das doch drinne sein, ne? Alte Vorratskiste, hartes Brot, was, da war was,
War das nur das hier, die Arkgruft? Geht weiter. Schaufel. Zerfleddertes Buch. Ich gebe es gleich auf. Wirklich. Wenn ich es nicht finden kann, dann scheiß drauf. Ich suche hier die ganze Zeit und habe keinen Schimmer, wo ich es finden soll. Oder ist es wirklich hier draußen? Wenn das jetzt hier draußen ist. Manche Schichten gehen einfach nie zu. Wir suchen Truhe? Das darf ich anscheinend. Schreitet wohl. Ihr seid nicht von hier, was? Nope, ich bin nicht von hier. Vor allem, es wird wieder dunkel, es wird wieder Nacht. Ich würde dann vielleicht doch nochmal wieder nach Hause gehen. Schreitet wohl. Nee, nicht Südviertel, verdammt. Muss ich wieder zurück. Hm? Ich war doch schon am Marktplatz. Da ist ja mein Haus. Schreitet wohl. Abend. Haus ist Wahnsinn, da wollt ihr rein. So, schlafen bis, sagen wir bis 6 Uhr. So, habe ich was für die Kiste hier? So, was ich hier reinpacken kann. Ich habe auf jeden Fall ein paar Sachen, die ich wahrscheinlich... einlagern kann. Ich habe hier doch ein Goldamulett. So, Ring des Lichtpaten. Zauber der Lichtmagie bildet 7%. Ah, okay. Auf jeden Fall einiges zum Verkaufen habe ich. Eine Hasenpfote. Ablegen. Habt ihr jetzt gegessen oder wie? Okay, die wiegen gar nichts. Okay. Immerhin. Dann gehe ich mal nochmal verkaufen. Schreitet wohl. Doria. Scheiße. Hallo. Geht weiter. Ja, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Aber dann machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.